So begrüßte Luzern die Reisenden in den 50er Jahren. Die Hauptstadt des gleichnamigen Kantons ist Ausgangspunkt der Gotthardroute. Als die Gotthardbahn 1882 in Betrieb genommen wurde, gab es in Österreich bereits Schienenwege über Semmering und Brenner und zwischen Frankreich und Italien war schon der Mont-Cenis-Tunnel eröffnet. Die Gotthardbahn ist weder die älteste noch die höchste Alpenüberquerung. Dennoch ist sie als Hauptschlagader des Transitverkehrs durch die Schweiz weltberühmt. Sie führt durch das Herz der Eidgenossenschaft. Sie ist die älteste Alpentransversale in der Schweiz. Mit ihrer kühnen, innovativen Trassenführung diente sie vielen anderen Gebirgsbahnen als Vorbild. Der alte Luzerner Kopfbahnhof wurde 1971 von einem Brand völlig zerstört. Lediglich das Portal erinnert an sein Empfangsgebäude. Das gleiche Schicksal traf in jüngster Zeit die Kapellbrücke, das Luzerner Wahrzeichen schlechthin. Die Luzerner richteten ihre mittelalterliche Holzbrücke jedoch flugs wieder im alten Glanz her. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts begannen Dampfschiffe, den Verkehr auf dem Vierwaldstätter See zu beschleunigen. Heute gehören die Raddampfer so unverwechselbar zur Schweiz wie Berge, Schokolade und Uhrwerke. Siebenundneunzig wurde die Eisenbahn in der Schweiz 150 Jahre alt. Mit einem Zug aus der Gründerzeit wurde dieses Ereignis in Luzern gefeiert. Am hinteren Ende läuft die Limmat, eine 1947 gebaute Replik der ersten schweizerischen Lokomotive. Fabrikneue italienische Autos rollen nordwärts, fabrikneue deutsche Autos rollen südwärts. Der Streckenabschnitt von Luzern nach Artgoldau am Vierwaldstätter See entlang ist für Schweizer Verhältnisse eine Flachlandbahn. Im Bahnhof Artgoldau treffen die Linien aus Luzern und Zürich zusammen. Das Empfangsgebäude befindet sich genau dazwischen. Links die Strecke aus Luzern, rechts die Strecke aus Zürich.
Die Gotthard-Lokomotive der 60er und 70er Jahre war die AE66, ausgestattet mit zwei dreiachsigen Drehgestellen. Gebaut zwischen 1952 und 1966 sind die Maschinen heute in untergeordnete Dienste versetzt worden. Zwischen Art Goldau und dem Vierwaldstätter See ragt der Rigikulm auf, zu erreichen mit der Rigibahn. Diese älteste Zahnradbahn der Schweiz war schon in Betrieb, noch ehe die Gotthard-Bahnbauer Art Goldau erreichten. Als sie nach Art Goldau kamen, waren übrigens erst 8870 Meter fertiggestellt. Denn der Kilometer Null befand sich nicht in Luzern, sondern in Immensee. Die heutigen Stars der Gotthardbahn heißen RE460 oder Lok 2000 und RE66. Eine solche trifft gerade aus Zürich ein. Die Reihenbezeichnung RE weist auf eine elektrische Lokomotive mit mehr als 110 km pro Stunde Höchstgeschwindigkeit und erhöhter Kurvengeschwindigkeit hin. Die Ziffernfolge 66, als Bruch geschrieben, bedeutet 6 Treibachsen von insgesamt 6 Lokomotivachsen. Die Radsätze sind bei dieser Lok in 3 zweiachsigen Drehgestellen untergebracht. Nicht weniger als 10.600 Pferdestärken hat er im Griff. Das reicht, um mindestens 16 Personenwagen mit Tempo 80 die steilsten Gotthard-Rampen hochzuzerren. Der Einsatz von 3 zweiachsigen Drehgestellen verbesserte den Bogenlauf gegenüber den älteren AE66 ganz erheblich. Zwischen 1975 und 1980 wurden sie ziemlich rasch von den RE66 verdrängt. Seit 1992 wird auch die vierachsige RE460 häufig und mit Erfolg am Gotthard eingesetzt. Dabei war die neue Schweizer Superlok dafür ursprünglich gar nicht vorgesehen. Durch den Urkanton Schwyz verläuft die Strecke ziemlich flach zum nächsten Urkanton Uri. In der Ebene der Muota führt die Strecke zum Ufer des Vierwaldstätter Sees, denn zwischen Brunnen und Flüelen reichen die Berge bis ans Wasser. Dieser Teil der Gotthardbahn erforderte besonders viele Tunnels. Er konnte erst in den 40er Jahren zweigleisig ausgebaut werden. Durch Sisikon geht es in den Kanton Uri. Die Stadt Luzern, 1928 gebaut in Roßlau an der Elbe, steuert Flüelen am Südende des Vierwaldstätter Sees an. In Luzern gestartete Fahrgäste des Wilhelm Tell Express steigen in Flüelen auf den Zug um, der sie bis nach Lugano bringen wird.
Der Güterverkehr hat sich in den letzten Jahrzehnten grundlegend gewandelt. Ganzzüge bestimmen das Bild. Sie fahren in Konkurrenz zum Straßenverkehr. Blockzüge wie dieser erhalten meist bereits ab Basel Vorspann und fahren bis nach Chiasso durch. Im 472 Meter hochgelegenen Bahnhof Erstfeld befindet sich das Lokomotivdepot an der Alpen-Nordseite. Dies hatte zur Dampflokzeit einen guten Grund. Damit die Maschinen frisch restauriert den Anstieg angehen konnten, war es vorteilhaft, das Depot unmittelbar am Fuß der Steilstrecke anzusiedeln. Hier wurden auch die Vorspann- und Schiebeloks bereitgehalten. Mit dem Ende der Dampflokzeit ist die Bedeutung von Erstfeld stark zurückgegangen. Aber auch beim heutigen elektrischen Betrieb werden noch immer Vorspann- und Schiebeloks benötigt. Im Februar 1990 verursachte ein großer Brand in der Lokhalle einen Millionenschaden. Die in Erstfeld untergebrachten Lokomotivveteranen blieben zum Glück verschont. Direkt hinter Erstfeld beginnt die Gotthardrampe. Scheinbar mühelos beschleunigt das RE460-Gespann, dabei beträgt die Steigung 26 Promille. Das heißt, auf 1000 Metern Länge steigt die Strecke um 26 Meter an. Auch moderne Maschinen wie die Lok 2000 kommen hier an ihre Grenzen. Auf einem solchen Abschnitt können sie weniger als die Hälfte jener Last an den Haken nehmen, die auf Flachlandstrecken möglich ist. Ein Huckepackzug. Etwa 200.000 Lastkraftwagen und Sattelauflieger fahren jedes Jahr auf diese Weise über den Gotthard. Die Kerstelenbachbrücke musste wegen der angestiegenen Zugmassen Anfang der 70er Jahre erneuert werden. Stahlgitterkonstruktionen wichen Spannbetonträgern. Das war nicht der erste Umbau. Kurz nach dem Ersten Weltkrieg mussten die Überbauten schon einmal verstärkt werden. Eine wichtige Innovation beim Bau der Gotthardbahn waren die Kehrtunnels, wie dieser bei Pfaffensprung. Der Zug gewinnt auf einer Spirale im Berg an Höhe. Das macht die Strecke zwar länger, aber die Steigung milder.
Zudem können die Bogenradien bei 300 Metern oder darüber liegen. Ein großer Fortschritt gegenüber den 180 Meter Radien am Semmering. Weiter oben wurde das Dorf Wassen durch zwei teils im Berg verlegte Kehrschleifen regelrecht eingeschnürt. Ist der 1106 Meter hoch gelegene Bahnhof Göschenen erreicht, ist die Gotthard-Nordrampe bezwungen. Die Verbindung zwischen Göschenen und Andermatt, das genau oberhalb des Tunnels liegt, stellt eine Zahnradbahn her. Diese meterspurige Stichbahn durch die schroffe Schöllenenschlucht wurde 1917 eröffnet und 1961 durch die Furker Oberalbbahn übernommen. Der Anblick täuscht. Rechts ist das Nordportal des Gotthardtunnels. Ins linke Portal führen nur zwei Ausziehgleise des Bahnhofs Göschenen. Die 1882 eröffnete Gotthardbahn war zunächst eingleisig. Die Weitsicht der Ingenieure, die Trasse, Tunnels und Brücken von vornherein für die Doppelspur vorzubereiten, zahlte sich schon sehr früh aus. Der Verkehr entwickelte sich so stürmisch, dass der Tunnel bereits 1883 zweigleisig ausgebaut wurde. Innerhalb von 11 Jahren war die gesamte Strecke, mit Ausnahme des erwähnten Abschnitts am Urnersee, zweigleisig. Diese Führerstandsfahrt liegt schon eine Weile zurück. Sie wurde etwa 1960 aufgenommen. Was damals alles über die Schienen rollte. Wie sich allmählich das Bild der Eisenbahn wandelte, zeigt dieser etwa 1975 gedrehte Film. Im Bahnhof Erstfeld treffen manche auch heute noch im Einsatz befindliche Wagen und Lokomotiven auf mittlerweile verschwundenes Rollmaterial. Container, Huckepackzüge und rollende Landstraßen sind noch unbekannt.
Die 70er Jahre sind die Zeit, zu der sich der Transitverkehr zunehmend auf die Straße orientiert. Vor allem dem durchgehenden Verkehr dient das jetzt in Vorbereitung befindliche Alp-Transit-Projekt. Sein Kernstück ist ein 57 Kilometer langer Gotthard-Basistunnel. In etwa 500 Metern Höhe wird er von Erstfeld nach Bodio führen. Die insgesamt 125 Kilometer lange Neubaustrecke zwischen Arth-Goldau und Lugano wird die alte Gotthard-Linie nicht überflüssig machen, sie aber vom durchgehenden Verkehr entlasten. In den 70er Jahren war der Einsatz des braunen Krokodils auf der Gotthardbahn bereits ein besonderes Ereignis, das sich einmal pro Woche wiederholte. Dieser Maschine werden wir später noch einmal begegnen. Ein roter Pfeil, damals noch kein Museumsstück. Die AE36 des Depots Lausanne und eine AE47 sind mit dem als Sonderzug eingelegten Gotthard-Express nach Erstfeld unterwegs, wo ein Lokwechsel fällig wird. Einfahrt im Bahnhof Göschenen, vorbei am Unterwerk für die Energieversorgung der Nordrampe. Ohne Probleme erreichen die Veteranen Airolo am Südausgang des Gotthardtunnels. Zusammen bringen sie es immerhin auf 8700 PS. Vielfachsteuerungen sind nicht eingebaut, sodass jede Lok besetzt werden muss. Zwei Seiten einer Lokomotive, der AE47. Von der mittleren Lok sehen wir den großen Kasten, der die Treibradsätze verdeckt und in dem der Buchli-Antrieb untergebracht ist. Von der hinteren Lok sehen wir die Seite ohne den Kasten. Dort werden die Treibräder aber teilweise von den Kühlrohren des Transformators verdeckt.
Bald erreichen das Krokodil und die beiden AE-47 Biaska, wo sie von zwei AE-66 abgelöst werden. Einst war Biaska bekannt als großer Lokomotivfriedhof. In den 20er Jahren verdrängte die Elektrifizierung die Dampftraktion fast völlig vom Gotthard. Schnell wurden aus stolzen Dampfrössern schnöde Schrotthaufen. Die C56 war die letzte Dampflokentwicklung der Schweizerischen Bundesbahnen. Die Schweizer Lokomotiv- und Maschinenfabrik in Winterthur baute zwischen 1913 und 1917 28 solcher Lokomotiven. Vier dieser oft als Elefanten bezeichneten Maschinen, deren letzte 1969 ausgemustert wurde, blieben erhalten. Hinten läuft die A35. Diese Type wurde ab 1902 für die Jura-Simplon-Bahn gebaut und später auch am Gotthard eingesetzt. Gleich drei Exemplare der berühmtesten Schweizer Lokomotive des Krokodils machen die Rückfahrt des Gotthard-Express zum denkwürdigen Ereignis. Was wären die Krokodile ohne das typische Geräusch ihrer Stangenantriebe? In Erstfeld macht sich die AE-47 auf, um den Zug zu übernehmen, zusammen mit der AE-36. Das Krokodil gehört zu den ersten Baureihen, die nach der Elektrifizierung ab 1921 am Gotthard zum Einsatz kamen. Der Spitzname braucht sicherlich keinerlei Erläuterung. Die beiden Nasen mit den großen Motoren sind gegenüber dem Mittelteil beweglich. Die gelenkigen E-Loks bewährten sich ausgezeichnet und beherrschten den Güterverkehr auf der Gotthardbahn bis in die 50er Jahre hinein. Nach ihrer Ablösung durch stärkere Baureihen wurden sie ins Flachland versetzt. Die letzten Krokodile leisteten dort bis Mitte der 80er Jahre gute Dienste. Nicht weniger als 9 von 51 Exemplaren sind erhalten geblieben. In den 40er Jahren erhielten die CE68 der zweiten Lieferserie von 1926 und 27 eine Generalüberholung. Ihre zulässige Geschwindigkeit wurde von 65 auf 75 km pro Stunde erhöht. Sie trugen fortan die Baureihenbezeichnung BE68. Geblieben ist jedoch das vom Stangenantrieb herrührende leichte Schaukeln, gefürchtet von Lokführern, die zur Seekrankheit neigen.
Die braune CE68 stammt aus dem ersten Baulos von 33 Lokomotiven. Vom zweiten Baulos unterscheidet sie sich durch die Dreieckstange mit zusätzlicher Blindwelle. Die CE68 hat eine Stundenleistung von 2240 PS und ist mit 128 Tonnen 3 Tonnen leichter als ihre grüne Schwester. Badend in der Sonne, Airolo im Leventinatal. Das Gotthardmassiv wirkt als Wetterscheide. Wenn Eisenbahn und Autobahn wieder ans Tageslicht treten, herrscht hier oft ganz anderes Wetter als in Göschenen. Den alten Gotthardpass, benannt nach dem Bischof von Hildesheim, gibt es noch. Seit 1991 verkehrt in den Sommermonaten wieder ein prächtiger Nachbau der alten Gotthard-Postkutsche. Nach 15 Kilometern Tunnelfahrt erreichen die Züge den Bahnhof Airolo, unmittelbar hinter dem Südportal. Am 29. Februar 1880 war der Durchbruch des damals längsten Tunnels der Welt geschafft. Er kostete viel Blut, Schweiß und Tränen der überwiegend italienischen Gastarbeiter. Ein 1932 errichtetes Monument in Airolo erinnert an die Opfer. Der Tunnelbau war lebensgefährlich. Es gab nur zwei sichere Punkte, den nördlichen und den südlichen Eingang. Was dazwischen war, wusste niemand genau vorherzusagen. Mit 1142 Höhenmetern ist Airolo der höchstgelegene Bahnhof der Schweizer Bundesbahnen. Der höchste Scheitelpunkt der SBB liegt im Gotthardtunnel, 1151 Meter hoch. Schweizer Rekorde sind das längst nicht. Die bleiben den Privatbahnen vorbehalten. Der Regionalzug hat in Airolo Endstation. Mit der bulligen RE66 ist er ganz und gar übermotorisiert.
Direkt hinter Airolo beginnt der Abstieg, der sich bis Biasca hinstreckt. Sechsmal wechseln die Züge die Talseite und ebenso oft überqueren sie den Fluss Ticino, der dem italienischsprachigen Kanton den Namen gegeben hat. Auf Deutsch kennen wir ihn als Tessin. Oben im Bild fährt ein Güterzug in Richtung Giornico in den Piano-Tondo-Kehrtunnel ein. Die 46 Kilometer lange Gotthard-Südrampe ist mit 849 Metern Höhenunterschied und 4 Kehrtunnels noch komplizierter trassiert als die Nordrampe. Diese beiden Tunnels befinden sich in der Biaschina-Schlucht. Unten im Bild nähert sich ein nordwärts fahrender Personenzug dem unteren Travi-Kehrtunnel. Beide Züge begegnen einander im mittleren Teil. Die Kehrtunnels erlebten am Gotthard ihre Premiere. Später fanden sie auch bei anderen Gebirgsbahnen Verwendung, mitunter sogar bei nachträglichen Umbauten. So wies der Kicking Horse Pass westlich von Calgary in Kanada eine gefährliche 43-Promille-Steigung auf, die durch 2 Kehrtunnels auf erträgliche 22 Promille verringert werden konnte. Dafür aber verursachten die rauchenden Dampfloks ein höllisches Klima im Tunnel. Die Hobos, Schwarzfahrer auf den Güterzügen, machten es sich zur Gewohnheit, vor den Tunnels abzuspringen, den Berg hochzuklettern und dann am letzten Tunnelausgang den Zug abzuwarten. Sicherlich hätten das damals die Lokmannschaften auch lieber gemacht. Und sicherlich hätten die Hobos hier in der Schweiz ihren Zug verpasst. Giornico, heute ein friedliches Dorf in Tessin. Aber im Jahre 1478 wütete hier die Schlacht zwischen 10.000 Lombarden und der Herzog Sforza aus Mailand und 600 Eidgenossen und Levitinern. Dennoch waren die Eidgenossen erfolgreich und verdrängten die Besatzungsmacht aus dem Tal. Ein Güterzug, beladen mit Stahl aus dem Werk bei Bodio, rollt durch den Bahnhof Giornico. Wer hätte das gedacht? Erst südlich von Giornico befindet sich der mit 27 Promille steilste Abschnitt der Gotthardbahn. In der Nähe von Biasca, möglicherweise in diese Felsen, soll das Südportal des neuen Basistunnels kommen. Die Panoramawagen im Zug und die alte Gotthardbahn werden jedoch nicht überflüssig. Biasca beheimatete bis 1947 das Lokdepot am Fuße der Südrampe, dann ist es nach Bellinzona verlagert worden. Was für Züge auch vorüberdonnern, die Kühe schert's nicht.
Hauptstadt des Kantons Tessin, besser Ticino, hier wird schließlich Italienisch gesprochen, ist Bellinzona. Eisenbahnern ist die Burgenstadt durch eine SBB-Werkstätte und den großen Rangierbahnhof bekannt. Die nächste Station ist Giubiasco, wo die Strecke nach Cadenazzo abzweigt. Vor der Burg Montebello geht es weiter in Richtung Giubiasco. Zwischen Bellinzona und Lugano haben die Züge mit dem kurzen Ceneri-Pass von 242 Metern Höhenunterschied eine letzte Höhe zu nehmen, ehe das Tal des Luganer Sees erreicht ist. Der Lago di Lugano wird hinter dem Bahnhof Melide auf einem Damm überquert. Parallel dazu führt die Autobahn N2. Bei Capo Lago ist das Südufer des Luganer Sees. Der Zug wird seinen Weg durch das Mendrisiotto, den südlichen Zipfel der Schweiz, nehmen.
Nach 206 Kilometern findet die Gotthardbahn ihr Ende am Bahnhof Chiasso, wo die Züge an die italienische Staatsbahn FS übergeben werden. Die Staatsgrenze verläuft quer über die Bahnsteige hinweg. Ob er noch lange solche Verschnaufpausen haben wird? Nach der Eröffnung des Gotthard-Basistunnels werden die Züge mindestens eine Stunde früher in Chiasso eintreffen.